Hey, na, wie geht's euch? Ich habe heute direkt ganz am Anfang gute News. Mein Discord-Server ist wieder live, den ich damals schon mal hatte. Ich hatte damals einen Discord-Server und diesen habe ich irgendwann offline genommen, weil, ja, ich wurde inaktiv, keine Videos kamen mehr. Aber dieser ist jetzt wieder online, also schaut mal in die Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort in den Community-Discord-Server joinen würdet. Und wirklich, Leute, ich muss mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Das Feedback auf den letzten Videos war wirklich atemberaubend. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass euch die Videos so sehr gefallen. Und heute, würde ich sagen, machen wir das erste Mal eine Survivor-Runde. Im heutigen Video dachte ich mir, wäre es doch mal eine interessante Idee, folgendes Perk-Build auszuprobieren. Prove Herself, Off the Record, Boondock Theory und Blast Mine. Eine ziemlich interessante Kombination. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Boondock Theory so gut sein wird oder uns helfen wird, geschweige, ob wir überhaupt Totems finden werden. Aber im Notfall, da es kein Circle of Healing ist, habe ich ein gutes Medkit mitgenommen, was uns eigentlich relativ gut helfen sollte. Dann würde ich sagen, starten wir direkt schon in die Runde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Survivor sehen wollt. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, da sind wir also. Geht in Meatland. Und hier haben wir direkt den ersten Generator. Hi. Also, mein Ziel ist es gerade so ein bisschen, meine Glyph-Challenge zu machen. Und zwar muss ich die gelben Glyphen finden. Und deswegen habe ich mich auch hauptsächlich auf diese Map gesendet, weil die Map ist relativ klein, kompakt. Und ich glaube, ich sollte dazu in der Lage sein, die relativ schnell zu finden. Zumindest hoffe ich das so ein bisschen. Was ein bisschen wenig Sinn macht, ist, ja, Dark Theory. Dark Theory ist zwar ein sehr, sehr okayer Boon in my opinion, aber Totems auf dieser Map zu finden ist nicht das Beste. Also da habe ich schon einfache Aufgaben gehabt. Aber hier habe ich tatsächlich schon das erste Boon. Ich würde sagen, das mache ich mal eben. Und der Leon ist gedownt worden. Ich weiß allerdings nicht, welcher Killer. Das beunruhigt mich etwas, aber okay. Und da steht es auch schon. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig, denn ich habe echt keine Ahnung, wer es ist. Ich möchte ungern in den Baba reinrennen. Oh, eine Spirit. Ich habe schon lange nicht mehr gegen eine Spirit gespielt. Gibt's echt selten. So, Leon, komm mal eben her. Dann heile ich dir mal eben mit meinem sehr, sehr guten Medkit. Wann habt ihr das letzte Mal gegen eine Spirit gespielt? Das würde mich echt interessieren, weil normalerweise, jetzt wo Iron Will genervt wurde, müsste man sie eigentlich häufiger sehen. Aber das tut man nicht so wirklich. Ich zumindest nicht. Ja, ja. Ich muss mich bei euch übrigens mal bedanken, denn die ersten beiden Videos von mir wurden echt positiv... Oh, Leon, was machst du denn? Wurden echt positiv von euch aufgenommen und ich bin unglaublich, unglaublich froh, dass das alles so funktioniert und ich ja dazu in der Lage bin, die Videos einfach weiterführen zu können. Ich habe jetzt einfach die technischen Möglichkeiten und ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit, jetzt eine Trap zu installieren. Das mache ich auch direkt mal, eine Flashbang. Ich probiere pro Woche ein Video hochzuladen, jeden Samstag um, ich meine, 19 Uhr. Oh Gott. Oh fuck. Wir sind ein bisschen getrappt hier drin. Double baggen. Nice. Bricht sie die Palette? Nein, tut sie nicht. Ich glaube, sie ist am Phasen. Naja, ist sie. Aber nicht in meine Richtung. Alles klar. Hinter der Wand hier. Oh, sie hat Surge. Okay. Gut zu wissen. Aber ja. Am Anfang war es noch so, jetzt die ersten paar Videos, dass die so ein bisschen außerhalb der Reihe, hier ist eine Sackgasse, released wurden. Bedeutet, ohne wirklichen Zeitplan. Meine Glyphe. Ich glaube, über mir, oder? Nee, hier. Okay. Keine Skillchecks verkacken. Konzentration. Michaela, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und ich habe es geschafft. Amazing. Oh, er ist im Basement. Oh no. Ich hoffe, ich krieg den da irgendwie raus. Ich hoffe es wirklich. Oh fuck. Ja. Nope. Das... ich glaube, das wird wohl nichts. Ah, scheiße. Habe ich probiert zu spinnen, aber hat leider nicht ganz funktioniert. Sie bricht die Palette. Alles klar. Hier haben wir eine God Palette. That wasn't very nice. Ich hab's wirklich komplett verkackt. Okay, dann würde ich sagen, heile ich mich mal eben in der Boon Area. Und übrigens, Leute, ich werde es wahrscheinlich schon am Anfang des Videos erwähnt haben, aber mein Discord-Server ist wieder online. Ich hatte damals einen Discord-Server, als ich noch aktiv Videos gemacht habe, hab den aber offline genommen, da ich einfach keine Lust hatte, einen inaktiven Server zu haben. Und ich wollte auch so ein bisschen die Leute nicht nerven, die den Server gejoint sind, währenddessen aber nichts wirklich online kommt. Also, ja, keine Ahnung, ich fand's einfach richtig, den irgendwie zu deaktivieren. Habe ihn jetzt aber reaktiviert, habe einen neuen gemacht, habe alles sehr, sehr schön und angenehm gestaltet und eingerichtet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal in die Videobeschreibung schauen würdet, denn dort findet ihr einen Invite-Link. Und der Leon, der ist leider tot. Ich würde sagen, ich schaue mal eben, dass ich irgendwo einen Generator finde, den ich machen könnte. Ah, hier, mit der Mac. Das passt doch. Mac ist meine beste Freundin. So, dann einmal eine Flashbang. So wie es sich gehört, vielleicht kickt sie ja den Generator mit, I don't know, Call of Brian. Kick den Generator.
Please. Soll ich sie probieren zu holen? Ich weiß leider nicht, wie das geht am besten. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe so witzige Videos gesehen. Hilfe! Nein! Nein! Oh, scheiße. Okay, da hat sie mich noch erwischt. Hier habe ich noch eine Palette. Oh, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Palette dann noch wirklich bekomme. Ich habe hier leider keine Palette mehr. Dass ich das einmal sagen würde auf Gideon fucking Meat Plant. Oh, wow. Das hätte ich besser machen können, aber jetzt habe ich zumindest ein paar Paletten, wo ich so ein bisschen rumloopen kann. Ist es zumindest so meine Ansicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, I'm a fucking idiot. Zwei Leute haben an einem Generator gearbeitet, bedeutet, der Generator müsste relativ weit sein. Und der da unten hoffentlich auch. Das müsste die Hattie sein. Genau, dann haben wir einen weiteren Generator fertig und wir müssen nur noch einen machen. Und soweit ich mich erinnern kann, war der da vorne relativ weit. Also, mal schauen, ob die mich hier irgendwie saven können. Hello, guys, I'm on hook, please. Please help me. Oh, sie hat Sprint Burst. So, Off the Record hat aktiviert. Ist ein sehr, sehr guter Perk aktuell. Der ist, meine ich, sogar verbuggt. Bedeutet, anstatt von 80 Sekunden ist er, glaube ich, 90 Sekunden lang. Das ist ziemlich krass, tatsächlich. Danke, Hattie. Oh, die Mac wurde gedownt. No, kann ich irgendwie... Okay, lass mich probieren, Hit zu tanken. Please, no, 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 no. No! Bitte! Oh mein Gott, awesome, amazing. Ich kann sogar noch einen weiteren Hit tanken. Naja, nimm mich. Nice. Okay, großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, to be honest. Oh no, oh fuck. Okay, das habe ich irgendwo auch ein bisschen verdient. War das Hälfte des Solars? Hattie, du bist wirklich ein Engel. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die Mates einfach rausgehen, weil die hätten es verdient. Die haben echt gut gespielt für Solo-Q-Mates. Aber ja, ich bin einfach fasziniert, wie zielstrebig und ja, Teammate-freundlich sie direkt zu mir runtergesprungen ist. Den Meat Grinder runter. Mal schauen, vielleicht können wir ja sogar das Gate öffnen und bekommen so ein paar Punkte. Hier hat noch niemand dran gearbeitet. Die Palette steht aber noch. Das ist super. Oh Gott, ich fühle mich ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Ich habe sie auf die Map gesendet und I don't know. Jetzt hat der Killer jetzt so ein bisschen aufgegeben. Not sure. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay. Ja, safety bis verlass. Wird sie mich aufheben? Ja, ja, wird sie. Wenn die Spirit mich jetzt aufhebt, müsste ich eigentlich draußen sein. So oder so. Oh, die Mac ist irgendwo runtergesprungen. Vielleicht können wir eine Rettungsaktion für die Mac machen. Ich weiß ungefähr, wo die ist. Mit Safety bis Solars wird das ein bisschen hart, weil die hat 8 Stacks, ja. Aber ich glaube, das können wir machen, oder? Mac, you know what? Na komm. Oh, Mac, I'm sorry. I'm sorry, Mac. I'm sorry, Mac. Fuck, Heal Tag. Oh, fuck. Sie kann mich nicht mehr aufheben. Oh mein Gott, no. Oh, Hattie hat sich für uns geopfert. I mean, das ist süß, aber... Ach, Mann. Das hätte irgendwie vielleicht noch ein Freeman aus sein können. Ja, sie hat den Haken bekommen. Schade. Ah, I'm sorry. Ja, sie ist leider tot. Was ist für Perks? Oh, Fixated, Vigil, Sprint Burst und Distortion. Interessant. Haben einige Punkte bekommen, sogar einen Pip. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst mir gerne etwas Feedback in den Kommentaren da. Lasst mir ein Abo da und geht dringend in den Discord-Server. Der ist jetzt online, der ist neu. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.